2015 wird das Jahr werden, in dem Hikmet endlich seinem großen Idol Kim Kardashian näher kommt. Yeah. Da gibt es eine Total-Umbaumaßnahme. Nee, ich nehme dann auch so Corsagen. Dann ist alles in Shape. Apropos Shape. Das bringt uns direkt ins Thema rein. Neuem Schuhkarton, wir haben neue Schuhe für euch. Die ersten beiden diese Woche kommen von Puma. Ist der vierte Teil des Crackle Packs nach den XT2 Plus, ich glaube R698 und Blaze of Glories kommen jetzt zum Abschluss dann die Discs. Und Discs sind ja für mich so die Highlight-Schuhe. Das sind so meine Favorites im Hause Puma. Ich mag das sehr, dass das Disc-System hier oben nicht wie sonst bei Puma noch irgendwie bunt angemalt ist, beziehungsweise zumindest in weiß, sondern dass es wirklich komplett schlicht daherkommt. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, das Upper ist wirklich ein komplettes All-Black-Upper, abgesehen von dem reflektierenden Streifen, den er hier oben noch drauf hat. Die Kontrastfarbe beim Schwarzen, es gibt noch einen roten übrigens, aber beim Schwarzen, den wir jetzt hier auch haben, gefällt mir die Kontrastfarbe, dieses Pink-Rot-Lachsfarbene noch ein bisschen besser als das Purple bei dem Grauen. Aber grundsätzlich starke Schuhe. Seit den Sophia Changs wirklich die ersten, besonders der schwarze, mit denen ich 100% d'accord gehe. Ja. Also mich stört das Einzige, ist das Crackle. Ja. Ja, okay. Aber gut, dann würden sie jetzt nicht mehr Crackle heißen. Aber das Leder ist der Hammer. Ja. Geöltes Nubuck, das ist richtig gut. Und das mit diesem All-Black-System, das finde ich auch echt gut. Und ich meine, gut, bei einem All-Black-Schuh kann man nicht viel falsch machen. Das Grau mit dem Lila finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, zu einer Jeanshose immer der Hammer. Das können wir ja später in den On-Feed-Bildern sehen, die ja im Prinzip gleich kommen. Wenn wir euch gesagt haben, dass die Schuhe am Samstag rauskommen, 10.01. 160 Euro, das sind die On-Feed-Bilder. Viel Spaß damit. Und bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal noch unsere Wertung an. Das könnte jetzt noch einen Moment stehen bleiben. Wenn du sagst, wir sind fertig damit, dann machen wir uns mit. Neben dem Puma-Pack kommt diese Woche, muss man ja sagen, ja, genau. Und nicht erst am Wochenende, genau. Auch das Nike Air Max One Ultra Moiré Pack. Hui, ganz schön langes Ding. Er hat lang gesagt mit Ding in Kombination. Der war gut. Es gibt beim Moiré Pack 6 Colorways für Männer und 3 für Frauen. Und die kommen alle diese Woche, beziehungsweise sind alle diese Woche gekommen und gingen Donnerstag in den Verkauf. Ist für uns aber eine Erwähnung wert, weil es einfach mehrere Neuerungen auf dem Air Max 1 gibt. Wir haben ein paar Colorways hier. Zum Glück haben wir uns jetzt nur diese tonal grauen und schwarzen geholt. Und also, nicht die, ja, genau. Drei Stück kann ich halten. Sehr schön, dann halte ich den vierten, der ist auch ein bisschen kleiner, das kriege ich ganz gut hin. Fangen wir mal mit den Mädels an. Moiré gibt es dann für Mädels in schwarz, in blau und in einem Pink. Kosten aber genau das gleiche wie die Männer-Colorways. Der Unterschied zu den Männer-Colorways bei den kleinen Größen befindet sich dann an der Sohle, die als Ultra-Sohle von Nike überarbeitet worden ist. Bei Männern sieht man hier noch die Innendämpfungskapsel, die aber, wie Nike sagt, mittlerweile so stabil ist, dass man sie auch gar nicht mehr verstecken muss. Und bei Frauen sieht man sie eben nicht. Aber wenn wir schon bei der Sohle sind, ja. Das ist die leichteste Air Max 1 Sohle, sagt Nike, seit es Schokolade gibt. Sieht folgendermaßen aus, sie haben das Ding innen entkernt, um Gewicht einsparen zu können. Man sieht es da drin an den Rillen, wo auch viele tolle Dinge dann hängen bleiben können, wenn man draußen mal rumrennt. Man sieht es hier genau in der Mitte des Fußes, wo ein tiefes Loch entstanden ist und dann eben hinten bei der Dämpfung, wo ein bisschen leicht erotisiert bin ich jetzt schon, wenn ich da so rumdrücke. In den Löchern rumdrücke. Sehr schön. Das ist die neue Sohle, die Air Max One Ultra Sohle. Ich nehme dir mal einen ab. Yo, DJ Schücki in the house! Haben wir schon gesagt, frohes Neues und so eigentlich? Frohes Neues. Also, diese Moiré-Schuhe an sich haben dann noch die zweite Neuerung. Und zwar ist es bei den Moirés immer so, dass sie eine rundläufige Gummi-Mudguard haben, der drumrum läuft, der reflektiert.
aus einem reflektierenden Material ist und hier oben drauf ein Synthetik-Wildleder haben. Das ist auch noch perforiert, so spart man nochmal Gewicht ein. Das ist Moiré. Und Moiré kommt woher noch gleich? Moiré. Also ich habe im Physikunterricht relativ gut aufgepasst. Was ich aber halt die ganze Zeit immer versuche hier zu erkennen, ist der Moiré-Effekt, den ich hier ehrlich gesagt gar nicht sehe. Weil der Moiré-Effekt ist ja eigentlich, wenn du zwei Raster übereinander packst und durch diese Bewegung des Rasters, das kennt ihr, wenn ihr im Fernsehen mal ab und an schaut, wenn einer so eine kleinkarierte Krawatte oder so ein Muster anhat, dann sieht man diese Interferenzstreifen. Und genau das gleiche Prinzip. Aber eigentlich das wirkliche Moiré-Prinzip ist hier gar nicht gegeben. Wenn ihr den Moiré-Effekt auf den Schuhen gefunden habt, dann bitte einen Kommentar da lassen. Was mir persönlich besonders aufgefallen ist bei den Botten, ist eben, dass gerade als man nur die Fotos im Netz gesehen hat, gab es ein paar Colorways, wo der Schuh auf den Fotos extrem billig gewirkt hat. Das war gerade bei den Tonalblauen, sah das so aus, als wären das so Gummiduschlatschen. Oder also das Material sah ganz merkwürdig aus, finde ich. Dann gab es aber andere, wie der Gym Red für Herren oder auch der hier, der so ein bisschen Inspiration beim Nazarai bekommen hat. Oder Hold Tight. Oder Hold Tight, genau, Ben Drury. Bei dem sah es auf den Bildern gut aus und es sieht auch in echt, finde ich, gut aus. Also was ich echt gut finde, ist durch diese technischen Materialien, ist der Shape wenigstens wieder ein bisschen in die richtige Richtung. Genau. Da die Toebox jetzt nicht mehr ganz so nach oben geht, also die Spitze, dass die nicht mehr so ganz nach oben zeigt, finde ich das schon gelungen. Ich finde, das ist ein guter Ansatz, um Klassiker mit neumodischen Techniken sozusagen zu versehen, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Also wir hatten jetzt hier mal den Vergleich, da sieht man das glaube ich schon ganz leicht, dass bei dem ganz normalen Air Max 1 im Vergleich zum Moiré es vorne doch ein bisschen in die Höhe geht, die Toebox vorne ist doch ein bisschen bulliger. Shape geht in die richtige Richtung und es wird viel online diskutiert, also ich habe mir da echt einige Sachen im Netz durchgelesen. Shape, haben viele gesagt, geht wieder in die richtige Richtung, das ist super. Kritisiert wurde natürlich gerne der Preis. Es wurde auch kritisiert, dass der Swoosh auf einmal wohl Slimfast genommen hat, weil er doch ein wenig schlanker geworden ist über die Jahre. Ich finde, wie gesagt, ich kann mich einigen Diskussionspunkten im Internet anschließen. Einige der Schuhe sind wirklich sehr gelungen. Andere finde ich super. Andere wiederum sind ein bisschen schwächer. Also ich fand gerade, wie gesagt, bei den Herren den blauen stark. Ich fand diesen Nazarai Hold Tight ziemlich gut. Fand aber andere wiederum diesen mintfarbenen ein bisschen schwächer. Deshalb, das springt so zwischen Genie und Wahnsinn irgendwie und zwischen richtig gut und naja, hin und her. 145 € kosten die Schuhe für Männer wie für Frauen. Okay. Gibt es seit Donnerstags im Laden zu kaufen. Ja. Unsere Wertung wird jetzt unten eingeblendet. Air Max One Ultra Moiré ab dieser Woche im Handel erhältlich für 145 €. Und das sind noch Feedbilder. Der letzte Schuh, den wir euch für dieses Wochenende vorstellen wollen, ist der, ich nehme einen, du einen. Genau. Uns ein bisschen kannst du den Hangtag auch noch rauslassen, das ist nämlich natürlich der schöne, dicke Federn. Genau, der alte. Da war zuerst der Nike Air drauf, aber gut. Naja, jetzt ist ein Jumpman Air. Es ist der Nike Air Jordan 4, der früher als Columbia bekannt wurde und jetzt Legend Blue heißt. Der Jordan 4 war der erste Jordan, natürlich von Tinker Hatfield designed, der global verkauft wurde. 1, 2 und 3, bei denen war das nicht so, da musste man dann noch in die Staaten rüber, beziehungsweise anderswo gucken. Legend Blue bzw. Columbia, kein OG-Colorway, der kam 99 zum ersten Mal, als die Jordans zum ersten Mal in diese Retro-Runde gingen. Und da wurde dieser Schuh dann auch mit rausgebracht, weil man sich gesagt hat, Mensch, vier Farben, wir können doch so viel bunter, machen wir den doch auch. Zweifarbig. Ich fand den damals nicht hübsch, ehrlich gesagt. Das war der erste Bruch für mich, glaube ich, wo ich mir gesagt habe, oh, jetzt wird's schlimm. Kein Netz mehr an der Seite, kein Netz mehr drin. Jetzt auch schon Plaste. Es gibt ja Leute, die stehen total auf diese Crystal Swoosh Dinger, also diese Plaste Swoosh an einem Air Max zum Beispiel. Oder Air Force, das gab es auch mal eine Zeit lang mit diesem Plaste Swoosh. Geschmackssache. Grundsätzlich ist dieser Schuh auch der erste Jordan, der in dieser Remastered-Serie kommt. Stimmt, genau.
Das heißt, Nike hat es ja letztes Jahr im Sommer angekündigt, sie wollen mit dem Jordan Brand, was 2015 übrigens 30-jähriges Jubiläum feiert und deshalb diese Remastered-Nummer überhaupt startet, ja. Wollen sie näher an die OGs wieder ran. Also das ist kein OG-Colorway, aber an die 99er wollen sie wieder näher ran, weil sie gemerkt haben, dass die Retros, die sie in den letzten Jahren teilweise rausgebracht haben, qualitativ nicht die besten waren und auch von der Optik her nicht immer sehr nah an dem waren, was sie eigentlich neu auflegen sollten. Und bei dem ist es so, man sieht tatsächlich, also ob es jetzt hochqualitatives Leder ist oder ja, nicht. Ja, das ist schon wertiges Leder. Also man merkt es schon, dass es wertiger ist. Es ist nicht allzu sehr so PU-beschichtet. Meistens sind ja der Haltbarkeit entsprechend immer mit einer Kunststoffschicht so überzogen. Leder. Genau. Wertig sind sie, aber jetzt, guck mal, da ist zum Beispiel ein Loch nicht richtig ausgestanzt. Ja, ja da, ich helfe da noch mal kurz nach. Back to topic. Leder qualitativ sieht hochwertig aus. Ja, sie sehen auf aus. Jeden Fall von der Verarbeitung besser aus als bisher. Was jetzt die Frage ist, ist das etwas, was wir jetzt loben müssen, dass vorher sozusagen Lala produziert wurde? Das ist nämlich genau die Frage. Und jetzt das gemacht wird, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte? Oder sagen wir jetzt einfach, okay, das ist Vergangenheit, da ging es ja auch nur um den Style und nicht um die Qualität. Und nicht das um das Geld. Und nicht um das Geld. Ich hab neue Schuhe. Das ist geil, oder? Können wir den mal kurz einblenden, den Song? Yes. Ich hab neue Schuhe, ich hab neue Schuhe. Guck mal meinen Schuh. Abgesehen davon, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der genau richtige ist. Die Remastered-Modelle werden nämlich alle zwischen 10% und 15% mehr kosten als die Retros davor. Jordan Brand will damit, und das ist ja der Anspruch, den sie an sich selbst setzen, so nah am Athleten und am OG sein, dass man ihn auch heute noch performance-technisch tragen könnte. Die Frage muss man sich dann einfach stellen, wieso man dafür dann mittlerweile bei dem 190 Eier auf den Tisch legen muss. What? Und nicht mehr 170 wie vorher. Grundsätzlich muss man sagen, Vierer Jordan, schön, dass er dieses Jahr auch noch in mehreren anderen Versionen wiederkommt. Also da kommen noch ein paar gute Schuhe, da kommen echt Granaten. Der ist für viele auch eine Granate, logischerweise. Das ist, glaube ich, auch eine Altersfrage. Als alter Knacker ist das wahrscheinlich für mich jetzt nicht so der Brüller. Aber es gibt ja noch ein paar jüngere Menschen da draußen, die das Ding feiern, weil das ein Teil ihrer Geschichte ist. Und ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, ob sich das lohnt, wenn ihr die Schuhe dann habt und getragen habt, was ihr denn meint. Ist das qualitativ wirklich 20 Euro mehr wert als vorher oder sagt ihr, ihr seid gar nicht so begeistert davon? Unsere Wertung für den Schuh gibt es jetzt unten. 190 Euro kostet er, kommt auch am Samstag. Der Vierer Jordan Legend Blue Remastered. Und das sind ein paar und viel Bilder für euch. Ich war heute beim Sport, deshalb bin ich echt fertig. Oh. Wollte ich nur mal so, weißt du? Passt ja, auf. Das ist, ey, Hickman arbeitet an seiner Bikini-Figur. Ich bin gerade für 2019. Besonders Bikini-Figur. Kein Kopfkino jetzt. Bikini-Figur, ja. Oh. Ich sehe schon, komm. Lustig wie du bist, machst du jetzt wahrscheinlich wieder eine tolle Einblendung. Das macht gar nicht ich. Ich könnte jetzt einfach snitchen und sagen, das macht der kleine Nick. Aber du gibst ihm sicher eine kleine Anweisung per WhatsApp. Während dem, nach dem Dreh wahrscheinlich so. Hey, kleiner Nick, ich denk mal ein schönes Bikini-Bild. Ich war gerade so am Überlegen, ob ich dir mehr so ein bisschen Kate Upton gegeben hätte. Oh. Oder eventuell Cindy aus Marzahn. Alles klar. So, wir diskutieren jetzt noch aus, in welche Richtung Hickmans Bikini-Figur tendiert. Wir können ja auch beides einblenden. Einmal Cindy aus Marzahn und einmal Kate Upton. Wir geben euch eine Auswahl. Und in der nächsten Episode trägt Hickman dann diesen Bikini. Nein. Oder? Doch. Du trägst dann den vom Borat. Nein. Doch. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ich bin erkältet, ich kann dir keinen Chuck geben. Das war aber ein bindender Chuck, oder? Trotzdem. Das war doch kein bindender Chuck. Nein, das war ein bindender Chuck.